Ein ungeheurer Verdacht. Bundeswehrsoldaten und Polizisten sollen Terroranschläge geplant haben. Bei Verdächtigen wird Munition gefunden, Feindeslisten. Die Spuren führen ins rechte Milieu. Die Situation war seit 1945 nicht mehr so gefährlich. Staatsdiener stehen unter Verdacht, gemeinsame Sache mit Neonazis zu machen. Rechte Beamte und rechte Gewalt, Geheimdienstkontrolleure fürchten neuen Nazi-Terror. In Deutschland hat sich etwas verschoben. Ist es nicht leichter, dass ein NSU 2.0 entsteht als damals? Ich mache mir Sorgen. ZDF-Zoom fragt, bedrohen rechtsextremistische Soldaten und Polizisten unsere Demokratie? Spurensuche in Mecklenburg-Vorpommern. Hier beginnt die Geschichte im Sommer 2017. Zwei Männer sind im Visier der Bundesanwaltschaft. Die Spezialeinheit GSG 9 durchsucht die Häuser der Verdächtigen. Der Vorwurf? Die Männer sollen Anschläge vorbereitet und einen rechten Umsturz geplant haben. Wir suchen einen der Terrorverdächtigen, den Polizeibeamten Haik J. An seiner alten Adresse, wo die GSG 9 alles auf den Kopf gestellt hatte, ist er nicht mehr zu finden. Der Polizist ist inzwischen weggezogen. Wir finden ihn in einem kleinen Ort bei Schwerin. Der Beamte ist suspendiert. Er hat Zeit, sein neues Haus zu renovieren. Aber mit uns sprechen will er nicht. Dabei ist er nicht öffentlichkeitsscheu. Haik J. berät seit 2018 die AfD in Mecklenburg-Vorpommern in Sachen innere Sicherheit. Was hat es mit diesem terrorverdächtigen Polizisten auf sich? Wir treffen den ehemaligen Berufssoldaten und SPD-Politiker Dirk Friedrichzig in Ludwigslust, wo der Polizist eingesetzt war. Friedrichzig war als Offizier bei der Bundeswehr für eine Reservekompanie zuständig. Freiwillige können sich dort seit 2012 in ihrer Freizeit zu Soldaten schulen lassen. Bei der Kompanie in Schwerin lernte Friedrichzig Haik J. kennen. Der Polizist versuchte gemeinsam mit Freunden in der Kompanie unterzukommen. Friedrichzig kam deren Verhalten merkwürdig vor. Eigentlich sollen Reservisten in einem Krisenfall aushelfen oder im Kriegsfall Wache schieben. Die Gruppe hatte offenbar andere Interessen. Mir liegen Erkenntnisse vor, dass Teile des Reservistenverbandes in Polen zum Beispiel geschossen haben oder auch in Österreich. Und dass es da auch Schießszenarien gegeben hat, wo man in Fallschirmgurten hängend geschossen hat. Und es geht deutlich über den Umfang einer Ausbildung als Wach- und Sicherungssoldat hinaus. Die Männer um den Polizisten J. schossen so oft es ging, simulierten oft Kampfsituationen. Ich stelle mir natürlich auch die Frage, warum hält man solche Schießübungen ab? Weil das letztendlich ja schon ins Reaktionsschießen hineingeht und schon sehr spezielle Schießübungen sind. Und die letztendlich auch nur Spezialeinheiten letztendlich absolvieren. Die Männer der Gruppe trainierten, wo sie konnten. Im Schützenverein, bei der Bundeswehr und auf einem privaten Schießplatz bei Güstrow. Die Anlage wird von einem Mann geleitet, der als einer der besten Ausbilder in Deutschland gilt. Wir versuchen auf seiner Anlage mit dem Mann ins Gespräch zu kommen. Ein Angestellter bittet uns, das Gelände zu verlassen. An diesem Vormittag läuft gerade eine Übungseinheit. Auf diesem Schießplatz trainieren regelmäßig Spezialeinheiten der Länder und des Bundes. Das zeigen unsere Recherchen. Wir haben Innenministerien in Deutschland gefragt, warum sie ausgerechnet in Güstrow trainieren. Einige schweigen, andere schwärmen. Gründe hierfür liegen in der außergewöhnlichen Expertise des Firmeninhabers im Bereich des taktischen Schießens. Der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, Lorenz Kaffier, war sogar Schirmherr eines jährlichen Wettbewerbes der deutschen Spezialkräfte hier in Güstrow. Schließlich kommt der begehrte Schießausbilder doch zu uns ans Tor. Er räumt ein, dass auch die Terrorverdächtigen bei ihm trainiert haben. Die Kernfrage will er nicht beantworten.
gab es hier Berührungspunkte zwischen den Terrorverdächtigen und den Spezialkräften, die dort ebenfalls regelmäßig üben? Die gab es offenbar. Bansko, hier hat der Kriminalbeamte Marco G. sein Haus. Auch er hat in Güstrow geschossen. Einst war der Mann bei einer Spezialeinheit der Bundeswehr, danach beim SEK des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das Haus von Marco G. wurde schon 2017 und 2018 durchsucht. Obwohl man in seinem Umfeld 30.000 Schuss Munition fand, blieb er auf freiem Fuß. Nachdem wir mehrere Wochen in Mecklenburg-Vorpommern recherchiert hatten, schlagen dann die lokalen Behörden Anfang Juni zu. Sie durchsuchen erneut sein Haus, finden wieder tausende Schuss Munition, zudem eine Uzi-Maschinenpistole, deren Besitz illegal ist. Diesmal kommt Marco G. in Haft. Drei weitere Polizisten, die unter anderem für das SEK gearbeitet hatten, werden ebenfalls mit ihm verhaftet. Im Wesentlichen wird drei der Beschuldigten zur Last gelegt, sich Munition widerrechtlich aus den Beständen des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern beschafft zu haben und diese Munition an den weiteren Beschuldigten weitergereicht zu haben. Wo konnten die Elite-Polizisten so viel Munition unbemerkt beiseite schaffen? Ein Verdacht? Auf der Schießanlage in Güstrow, wo Terrorverdächtige und Polizisten ein- und ausgingen. Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen werden dazu gegenwärtig keine weiteren Angaben gemacht. Das, was ich Ihnen sagen kann, dass Gegenstand der Durchsuchungsmaßnahmen auch ein Objekt in Güstrow gewesen ist. Dabei handelt es sich um einen Schießstand. Ausgerechnet der Schießplatz, auf dem sich der verantwortliche Innenminister Cafier gern zeigte. Der geht zwar vor die Presse, erlaubt aber keine Nachfragen. Ich bin über das, was hier im Raum steht, zutiefst erschüttert und fassungslos. Ein Interview mit uns verweigert er. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Er weiß womöglich warum, denn es geht hier um weit mehr als Munitionsraub. Die terrorverdächtigen Polizisten Marco G. und Heik J. hatten ihrer Gruppe einen Namen gegeben, Nordkreuz. Gemeinsam wollten sie sich auf einen Tag X vorbereiten. Gegen zwei aus der Gruppe ermittelt noch immer die Bundesanwaltschaft. Gegen den Kriminalbeamten J. und gegen einen Anwalt aus Rostock, Jan H. Ein anderer aus der Gruppe packte bei den Ermittlern aus und belastete den Anwalt schwer. Der Jan hat einen Ordner mit Namen, Adressen und Lichtbildern von Personen, die aus seiner Sicht schädlich für den jetzigen Staat sind und die seiner Meinung nach weg müssen. Hier wurde an mich herangetreten als Bundeswehrsoldat. Zum Beispiel mit der Fragestellung, ob man als Uniformträger diese Leute aus den Ordnern im Krisenfall leichter durch die Polizeisperren bekommen kann. Die Personen sollten gesammelt und umgebracht werden. Wir suchen und finden den Zeugen, der ausgepackt hat. Der Bundeswehrreservist steht zu seiner Aussage. Die Behörden seien davon aber nicht überrascht gewesen. Offenbar war man der Gruppe also schon länger auf der Spur. Die Beschuldigten Heik J. und Jan H. bestreiten, dass sie Linke und Feinde töten wollten. Sie hätten sich nur an harmlosen Vorbereitungen auf den Tag X beteiligt. Doch die Verdächtigen verhielten sich konspirativ. Sie kommunizierten verschlüsselt, auch mit einer größeren Gruppe. Unter anderem über die App Telegram. Die Chatgruppe hatte der verhaftete Marco G. mitorganisiert, ihr Name Nord. Zu der gehörte auch der Schießausbilder aus Güstrow, das zeigen BKA-Akten. Zitate aus Chatprotokollen. Es besteht die Möglichkeit, nächste Woche Dienstag aus einem Hubschrauber zu schießen. Sniper, welche Lust haben, bitte bei mir melden. Picker Point, Nähe Nürnberg. Ausreichend Waffen und Munition vorhanden, um sich weiter durchzuschlagen. Was hatte es mit den Nachrichten auf sich? Wer organisierte die Kommunikation? Und wie groß war diese Gruppe? Wir treffen ein Team der Zeitung Taz. Die Reporter haben den Fall der Reservisten aus dem Norden lange recherchiert. Eine Kerngruppe von 50 Männern konnten sie ausmachen. Die Mitglieder tauschten sich über den Krisenfall aus, fühlten sich als Teil einer Bewegung. Dort hat uns jemand erzählt, naja, wir sind ja gar nicht die Einzigen hier oben. Also wir haben da so einen zentralen Administrator, der ist derjenige, der versorgt uns mit vermeintlich geheimen Informationen. So Lagebilder aus der Bundeswehr sollen das gewesen sein, wo so Truppenbewegungen in Russland sind, wie viele Flüchtlinge wirklich kommen. Dieser geheimnisvolle Administrator hatte elitäre Zugänge. Denn er war zu dem Zeitpunkt Soldat bei der geheimsten Einheit der Bundeswehr, dem Kommando Spezialkräfte KSK.
Das wird im Ausland eingesetzt, verdeckt bei Geiselbefreiungen im Antiterrorkampf. Der KSK-Soldat wurde vom BKA verhört. Er hatte als Administrator nicht nur zu den Männern im Norden Kontakt, sondern zu weiteren Gruppen im ganzen Land. Im Verhör nannte er seinen Tarnnamen Hannibal. Hannibal kommt eben vom KSK. Das ist eine Einheit, die total abgeschlossen ist, die sehr wenig kontrolliert werden kann. Eben dadurch, dass sie so besondere Aufgaben haben, werden die besonders geschützt. Und wenn so jemand dann daherkommt und sagt, naja, ich habe ja beste Verbindungen bis hoch ins Verteidigungsministerium und ich habe jetzt eine geheime Information für dich, das glaubt natürlich jeder sofort, der sowas glauben möchte. Hat Hannibal mit Reservisten und deutschen Soldaten eine Untergrundstruktur gebildet? In vertraulichen Dokumenten des BKA erklärt Hannibal, lediglich Kriegsspiele organisiert zu haben, als Hobby. Doch die Akten zeigen, dass seine Gruppe sich bereits auf konkrete Safe Houses, sichere Rückzugsorte für einen Tag X, verständigt hatte. Einer dieser Orte, das Autohaus von Hannibals Eltern. Das BKA fand dort bei einer Durchsuchung Übungsgranaten. Wir sprechen mit Hannibals Stiefvater. Er sagt uns, dass wir den Elitesoldaten nicht finden werden, wenn der es nicht will. Ein Mitglied des KSK scheint sich zu verselbstständigen, organisiert Treffen von Soldaten und Polizisten, die sich auf einen Tag X vorbereiten. Muss der Staat das einfach hinnehmen? Das fragen wir Armin Schuster, hochrangiger Sicherheitspolitiker der CDU. Ich habe im Moment den Eindruck, dass in der deutschen Sicherheitslandschaft ein Ruck durchgeht bei der Frage, müssen wir gegen rechtsnationales Denken bis hin zu Rechtsextremisten in deutschen Behörden nicht eine andere Gangart wählen, nicht besser aufpassen. So einfach ist das jedoch nicht. Vom KSK ist Hannibal zwar abkommandiert, aber gegen ihn läuft kein Strafverfahren. Wir versuchen mit Hannibal direkt zu sprechen. 2010 hat er einen Verein gegründet, zunächst nur für Elitesoldaten, UNITA. In einem Stuttgarter Gewerbegebiet hat UNITA offiziell seinen Sitz. Wir suchen das Büro, einen Ansprechpartner, finden aber nur einen leeren Raum, darin viele Briefkästen. Auf eine unserer Nachrichten antwortet man uns schließlich. Wir kommen so über UNITA mit Hannibal alias André S. ins Gespräch. Er sagt uns, er dürfe nicht vor die Kamera. Die Bundeswehr verbiete das. Schließlich organisiert uns der Verein ein Interview mit einem UNITA-Mitglied. Der Mann will nur Enis genannt werden. Er arbeitet in der Sicherheitsbranche. Den Vereinsgründer Hannibal alias André S. habe er oft erlebt. Ja, André S. kenne ich sehr gut. Also ich kann behaupten, wir sind mittlerweile schon befreundet. Ist nicht jemand, der sich versteckt, zumindest nicht im Netzwerk. Hier zeigt sich Hannibal alias André S. offen, als UNITA-Chef. Weltweit versucht er, Kontakte zu knüpfen, die er auch dem Kommando Spezialkräfte zu verdanken hat. Also aus der Historie ist UNITA definitiv militärisch angehaucht. Das ist klar, das müssen wir nicht bestreiten. Aber es ist nicht allein militärisch oder bietet nicht nur für Leute aus dem Militär seine Unterstützung an, sondern für jeden, also für die gesamte Gesellschaft. Der Verein wirbt im Internet mit dem militärischen Hintergrund. Es geht auch um Sicherheitsjobs und Aufträge. Wir haben viele Jobs vermitteln können im letzten Jahr, einige hundert, auch Aufträge. Wieso soll das Wissen verloren gehen, wenn man es gebündelt der Gesellschaft zurückgeben kann? Oder auch verkaufen kann. Ja. Viele Beamte bekennen sich bei Facebook zu UNITA. Darunter sind auch Polizisten. Für die Mitglieder, von denen einige gern mit Waffen posieren, organisiert UNITA Trainingscamps. Terrorlagen werden simuliert. Das erinnert an Übungen der Gruppe im Norden, deren Kommunikation Hannibal mit organisiert hatte. Dass er deswegen Ärger mit dem BKA hat, weiß man im Verein. Die Fragen wurden natürlich gestellt an André, er hat die auch erläutert. Gewisse Zusammenhänge waren da. Details weiß ich jetzt nicht genau. André S. hat genug Vertrauen in mir geweckt, dass ich auf solche Kleinigkeiten nicht eingehen muss. Also die Kleinigkeit, dass er den Kontakt zu diesen Leuten hatte. Was er ja auch nicht bestreitet, ne, muss man ja sagen. Ja, also mir gegenüber ist er immer loyal, fair und das reicht aus. Ist am Ende alles harmlos? Die Schnittmengen zwischen den Personen sprechen dagegen. Hannibal hat den Verein UNITA mit einem Soldaten gegründet, der in der Nähe von Berlin wohnt.
Der Mann hat, wie Hannibal, Treffen von Soldaten und Polizisten organisiert. Wieder ging es um die Vorbereitung auf einen Tag X. Zu einem dieser Meetings kam der Offizier Franco A. Der hatte sich 2015 als Flüchtling ausgegeben und war später verhaftet worden. Warum taucht gerade dieser seltsame Offizier auch im Umfeld von Soldaten auf, die sich außerdienstlich auf den Tag X vorbereiteten? Der Fall Franco A. beschäftigt bis heute den Bundestag. Der Mann geriet 2017 unter Terrorverdacht, weil er eine Pistole aus einem Versteck am Wiener Flughafen holte. Ein Bundeswehr-Elite-Soldat plante ein Attentat, so der Eindruck. Eine politische Bombe. Verteidigungsministerin von der Leyen wird heute bei der Bundeswehr in Illkirch bei Straßburg erwartet. Dafür hatte sie gestern ihre Reise nach Washington kurzfristig abgesagt. In der französischen Stadt war der Terrorverdächtige Oberleutnant Franco A. zuletzt stationiert. In einem Interview mit dem ZDF sagte sie, die Bundeswehr habe ein Haltungsproblem. Franco A. hatte früh in seiner Karriere bei der Bundeswehr eine Masterarbeit geschrieben, die ihn als rechtsextrem entlarvte. Trotzdem durfte er Offizier werden. Ignorierte man die rechte Gefahr? Das fragen wir Konstantin von Notz, Innenexperte der Grünen. Ich glaube, wir müssen einfach die Gewalttätigkeit und auch die mörderischen Absichten, die es im rechtsextremistischen Bereich inzwischen immer stärker gibt, sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube, beim Fall Franco A. ist hier tatsächlich genau das zutage getreten. Doch der Fall steckt fest. Franco A. ist auf freiem Fuß. Der BGH muss über den weiteren Verlauf entscheiden. Die Abgeordnete Martina Renner kritisiert, dass die Behörden zu viele Informationen über den Fall zurückhalten. Das ist die entscheidende Frage, die uns nicht beantwortet wurde. Was hatte er vor? Franco A. hatte, wie Ermittlungsakten zeigen, 1000 Schuss NATO-Munition bei einem Kameraden gebunkert. Doch warum? Wenn ich so eine Munition habe, habe ich in der Regel auch irgendwo die Gewehre. Ich werde wohl kaum 1000 Schuss und mehr Munition haben und ohne nirgends ein Gewehr zu haben. Und bei Franco A. weiß man, hat man die entsprechenden Waffen ja nie gefunden. Ja, aber irgendwo werden sie sein. Es ist überhaupt kein Argument zu sagen, wir haben keine Waffen gefunden. Das bedeutet doch nur, die Ermittlungsbehörden müssen sich mehr anstrengen, die Waffen zu finden, die zur Munition passen. Franco A. hat nicht nur Munition gehortet. Die Ermittler haben auch Informationen über Politiker und Vereine bei ihm gefunden, die sich besonders für Migranten einsetzen. Es gab auch Ausspähmaßnahmen, dass man zum Beispiel bei der Amadeo-Antonio-Stiftung vor Ort war, Skizzen angefertigt hatte. Das waren offenbar auch Aufzeichnungen. Wenn ich dort etwas machen will, wie komme ich hin, wie komme ich weg? Rechtsextremisten spähen systematisch Opfer und Ziele aus. Das erinnert fatal an den NSU. Der hatte Informationen über hunderte Objekte gesammelt, darunter Kasernen und Waffenlager, um dann mit einem Netzwerk im Rücken bewaffnet die Macht übernehmen zu können. Zudem spionierte man potenzielle Mordopfer aus. Der Fall NSU zeigt, Rechtsterroristen warten nicht immer bis zu einem Tag X, sie können jederzeit zuschlagen. Deswegen sind auch die neuen rechten Strukturen eine so große Gefahr. Wir reden ja davon, dass da möglicherweise doch bundesweit gesehen Dutzende in diesen Strukturen sind. Kann ja ein Einzelner für sich den Tag X erklären. Und ob der dann tatsächlich an dem Tag X über ein G6 verfügt, ist auch nicht die Frage, weil er kann auch sein Auto nehmen und in, was weiß ich, irgendwie die nächste Gruppe von Antifa-Demonstranten reinfahren. Er braucht da gar kein Gewehr. Er braucht nur den Tatentschluss. Auch bei dem Anwalt aus Rostock, der zur Gruppe um den Polizisten Hayk J. gerechnet wird, wurden Namenslisten gefunden. Informationen aus einem Polizeicomputer. Dem einen Beschuldigten dort vorgeworfen, dass er den Zugang zum Melderegister, den er eben als Polizist hat, genutzt hat, um eben Adressdaten rauszusuchen, also von Flüchtlingsorganisationen, von Personen, die eben im linken Feld aktiv sind. Der Rostocker Terrorverdächtige und Anwalt Jan H. hatte nicht nur Informationen über Linke gesammelt. Ein Zeuge sagte aus, dass der Mann die Linke regelrecht gehasst habe. Um kurz zu verdeutlichen, wie sehr Jan die Linken hasst, kann ich sagen, dass Jan sich über die Diskussionen über ein Denkmal für das Opfer des NSU in Rostock tödlich geärgert hat. Das vierte Mordopfer des NSU wurde in einem Rostocker Plattenbauviertel erschossen. Mehmet Turgut wurde 25 Jahre alt. Das Gedenken an ihn wurde offenbar von Anwalt Jan H. verhöhnt.
Er hat dies zum Anlass genommen, an seinem Geburtstag immer einen Pokal auszuschießen. Diesen Pokal hat er nach dem Opfer des NSU benannt. Den Mehmet Turgut-Pokal ließ der Anwalt laut des Zeugen in dem Wald hinter seinem Haus ausschießen. Ein Schützenpokal wird nach einem Terroropfer benannt. Was zieht da herauf in Deutschland? Der NSU konnte sich in einer gesellschaftlichen Stimmung entwickeln, die aus meiner Sicht nicht so aufgeheizt war wie heute. Ist es nicht leichter, dass ein NSU 2.0 entsteht als damals? Wenn ich mir anschaue, was eben alles entsteht über UNITA, über der Dritte Weg, über die GIDAs, über. Dass auch Polizisten für diese Stimmung anfällig sind, zeigt ein Skandal, der Frankfurt umtreibt. Im ersten Polizeirevier wurden gesperrte Daten einer geschützten Person abgefragt. Seda Bassa Yildiz, Anwältin im NSU-Prozess. Sie erhielt kurz darauf Drohfaxe. Ihre Tochter werde geschlachtet. Unterschrieben NSU 2.0. Bis heute ist ungeklärt, wer die Faxe abschickte. Eine Spur führt zu einer Polizistin. Als die Daten der Anwältin abgefragt wurden, war sie im Computer auf dem Revier eingeloggt. Ihre Wohnung und die Wache wurden durchsucht, Handys sichergestellt. Die Polizistin hatte mit Kollegen rassistische Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht. Frankfurter Reporter beschäftigt das Thema bis heute. Denn erst seit den Drohungen gegen Bassa Yildiz schaut man bei der Polizei in Hessen genau hin. Und plötzlich kommen immer mehr rechtsextremistische Verdachtsfälle ans Licht. Es gibt ganz unterschiedliche Zusammenhänge. Es geht um rechtsextreme Pöbeleien auf dem Volksfest. Es geht um Flaggen, die verkehrt aufgehängt wurden vor einer Polizeistation in Schlüchtern, was als Signal in die rechte Szene gilt, den Staat zu verachten. Dieser Komplex ist schon groß und wir müssen ja davon ausgehen, dass das bei weitem nicht alles ist, was sich abspielt. Wie verbreitet ist das Problem in Deutschland? Wir fragen ein hochrangiges Mitglied der Freiburger Polizeiführung. Zeigen Armin Bonert Nachrichten von jungen Bundespolizisten, die ein entsetzter Kollege öffentlich gemacht hatte. Hetze gegen Menschen aus Ghana. Dieser Umstand, immer jedes Mal von einem bedauerlichen Einzelfall zu reden, ist natürlich nicht richtig, weil manchmal hat man schon den Eindruck, das sind lauter die Spitzen von Eisbergen, die da auftauchen. Und ja, in dieser Häufigkeit habe ich es jetzt bisher auch noch nicht erlebt. Ein Problem: Die jungen Beamten, die auf der Straße ihren Dienst schieben, sind für die Polizeiführung oft unerreichbar. Diese operative Basis grenzt sich teilweise auch von der Führung ab. Ja? Und irgendwann ist man nicht mehr Teil der Basis und nicht mehr Teil des Gesprächs und der Gruppe. Die sind teilweise alle mit WhatsApp-Gruppen vernetzt. Da können sich Dynamiken entwickeln, die dann hinterher schwierig sind. Wir müssen mit dem Problem umgehen als Führung, dass wir Gefahr laufen, gewisse Dinge komplett zu übersehen. In wie vielen Einheiten finden sich bereits Rassisten und Neonazis? Eine Untersuchung der Gründe und der Ausmaße des Problems wäre überfällig. Ich weiß nicht, ob die Politik das wirklich wissen will, aber ich habe zumindest derzeit nämlich keine Bemühungen wahr, um dieses Dunkelfeld in irgendeiner Form aufzuklären. Also es gibt keine Kampagne oder keine Aktivität, wo man sagt, wir gehen in der Organisation an dieses Problem ran. Dieses Dunkelfeld wird auch deswegen nicht aufgehellt, weil Beamte an schwierigen Einsatzorten wie dem Hamburger Hauptbahnhof zusammenhalten. Wird einer der Polizisten übergriffig, melden das Kollegen nur sehr selten. Das sei eine uralte Tradition, erklärt uns der ehemalige Polizist und heutige Polizeiausbilder Raphael Beer. Kameradenverrat ist nach wie vor die Todsünde und Whistleblowing ist keine Kultur, wird in der Polizei nicht kultiviert. Das ist einfach so. Whistleblowing, also Anzeigen, dahinterstehen, ist riskant. Polizisten schwören ihren Amtseid auf das Grundgesetz. Warum ist es ihnen oft wichtiger, übergriffige Kollegen zu schützen? Es ist ein Erleben in Gefahrengemeinschaften. Die Tatsache, dass ich mein Leben dem anderen anvertrauen muss, die ist bei der Polizei genauso groß wie beim Militär. Und deswegen gilt diese unbedingte Solidarität ja auch noch.
Wir sind ja dauernd bemüht, da eine Kulturveränderung hinzubekommen und zu sagen, knüpft doch eure Solidarität an Bedingungen. Ja, an Bedingungen, dass rechtsstaatlich vorgegangen wird, dass man nicht übergriffig wird und so. Aber das ist sehr schwer zu vermitteln. So entstehen tote Winkel. Auch in Sachsen beim Sondereinsatzkommando. Dort hatten zwei Polizisten einen Kollegen als Uwe Böhnhardt in eine Dienstliste eingetragen, bei einem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten. Spezialkräfte beziehen sich auf den rechten Terroristen Uwe Böhnhardt und trotzdem ist einer von den beiden SEK-Beamten schon wieder im Dienst. Wie kann das sein? Warum lässt der Staat das zu? Ich glaube, dass es wichtig ist, und das haben wir vielleicht noch nicht ausreichend getan, klipp und klar festzustellen, was wir in deutschen Behörden nicht dulden. Dass man dann unter Umständen vor Gericht trotzdem mal eine Bauchlandung macht, das passiert in einem Rechtsstaat und das muss man wirklich aushalten. In Mecklenburg-Vorpommern hat man nun nach 2 Jahren gehandelt und den verdächtigen Polizeibeamten Marco G. verhaftet. Bislang war keiner der verdächtigen Soldaten und Polizisten lange in Untersuchungshaft. Zu einem Prozess kam es noch in keinem Fall. Das macht die Diskussion auch im Bundestag kompliziert. Die AfD-Fraktion glaubt, die Ermittlungen seien gar eine Hexenjagd, so der Abgeordnete Jan Nolte. Er ist einer von 13 Soldaten und Polizisten in der Fraktion. Ein Problem mit Rechtsextremen habe sein ehemaliger Arbeitgeber, die Bundeswehr, nicht, sagt er uns. Den Fall Franco A. sieht Nolte ebenfalls als erledigt an. Na, jetzt hat sich das Ganze natürlich als ziemliche Luftnummer herausgestellt. Die Terrorzelle, die es angeblich gegeben hat, ist letztlich zurückzuführen auf einen verwirrten Soldaten. Aber daraus eine Terrorzelle zu machen und der ganzen Bundeswehr ein Haltungsproblem zu unterstellen, ist natürlich lächerlich. Jan Nolte hat einen Soldaten als Referenten angestellt, der mehrere Wochen in Untersuchungshaft saß. Maximilian T. Die Bundesanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, Franco A. unterstützt zu haben. Der Skandal ist ja, dass ein Oberleutnant der Jägertruppe, der überhaupt nichts gemacht hat, hier so mit reingerissen wurde in diese Nummer. Der Mann ist komplett unschuldig, hat 9 Jahre unbescholten in der Bundeswehr seinen Dienst verrichtet. Franco A. hatte bei einem Freund Munition gebunkert. Und auch bei Maximilian T. wurden die Ermittler fündig, stießen auf eine Liste mit Politikernamen, darunter Heiko Maas. Das waren ganz alte Unterlagen, er hat Politik studiert. Und war also 2 Jahre alt und lag irgendwo in den Unterlagen noch drin. Ist beim Umzug mal mitgegangen, wusste gar nicht, dass er das hat. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kommt noch Anfang 2019 zu einem ganz anderen Schluss. Maximilian T. und Franco A. müsse man demnach als gewaltbereite Rechtsextremisten nachrichtendienstlich beobachten. Auch bei diesen beiden weiteren Personen liegen nach Bewertung des BfV tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vor. Bei allen Protagonisten in diesem Szenario liegen nach unserem Gesetz die Voraussetzungen vor, um grundsätzlich als Verfassungsschutz tätig zu werden. Ich habe das Protokoll gelesen. Das möchte ich dann gerne mal sehen, woran man das festmacht, dass er rechtsextrem sein soll. Das ist eine Bewertung, der ich mich überhaupt nicht anschließe. So behält Maximilian T. seinen Ausweis für den Bundestag. Uns teilt er mit, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz mit seiner äußerst intransparenten Einschätzung isoliert sei. Das bezeichne ich schon als geradezu verfassungsfeindlich, so jemanden hier in diesem Gebäude arbeiten zu lassen. Dafür brauche ich nicht das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist eine Frage der politischen Hygiene, dass wir das im Plenarsaal ausdiskutieren, dass wir so etwas auch an den Pranger stellen und politisch brandmarken. Wenn man auch sich überlegt, irgendwann gegen die Institution des Parlaments militant aktiv zu werden, muss man auf jeden Fall nicht mehr einen Weg suchen von außen, wie man hier reinkommt. Man ist schon Dritter. Der Befund ist erschreckend. Einige Soldaten und Polizisten haben sich verselbstständigt. Von den verantwortlichen Ministern will niemand ein Interview geben. Die Justiz hat zudem zu wenig in der Hand, weil die Nachrichtendienste ihr Wissen über die rechten Staatsdiener weiter zurückhalten. Mir persönlich geht es in zweiter Linie nur um strafrechtliche Verfolgung. Ich glaube, für uns ist viel entscheidender zu verstehen, mit was für Netzwerken wir es zu tun haben und worauf eben doch eine gewisse Anzahl von Leuten offensiv zuarbeiten. Und am Ende kann ein einzelner rechtsextremer Soldat oder Polizist den Tag X erklären und zuschlagen. Inspiriert von diesen rechten Netzwerken. Eine reale Gefahr.